Hallo, heute will ich euch zeigen, wie man kinderleicht Tiere malen kann, die fliegen können. Ganz einfach eine Biene, Schmetterling und ein Käfer zum Beispiel. So, das ist schon mal ein, den habe ich schon mal probiert und bunt gestaltet. Jetzt zeige ich euch eins, wie man es schön selber zeichnen kann. So, da fangen wir mal mit dem Schmetterling an. Da gibt es ja verschiedene Arten. So, ich mache als erstes immer die Mitte. Da geht es am einfachsten, wenn man dann die Flügel macht. So, dann malen wir die Fühler dran, einfach gerade und dann so rum und dann wieder der anderen Seite, genau gegenüber. So, ganz einfach. So, nun am besten immer schön dünn zeichnen, dann kann man, wenn man sich wirklich mal vermalt, wieder wegradieren. So, jetzt werden wir die Flügel malen. So, und da kann man zum Beispiel ungefähr die Hälfte abschätzen, so dass man dann so die Hälfte den Flügel malt. So, und hier unten das genauso nochmal. Mal ungefähr immer die Hälfte, hier so auch. So, und dann könnt ihr so, wie ihr wollt, klein, groß, also Schmetterlinge sind normal unterschiedlich. So, und hier müsst ihr dann auch genau abschätzen, so, das hat ja ungefähr die Hälfte und das ist ungefähr gleich aussieht wie da drüben. So. So, ganz schön dünn, da kann man dann die Hilfslinie wieder wegmachen, die man gemacht hat. So, und ich mache es dann immer noch mal so ein bisschen rein, so, damit es schöner aussieht. So, und dann nimmt man Radiergummi und da kann man sich die Hilfslinie wieder einfach wegmachen, wenn man es dünn zeichnet. Deswegen sind Hilfslinien immer gut und wichtig. So, so, und das ganze Spiel machen wir auf der anderen Seite auch. Schön so. Den Flügel. Den finde ich natürlich jetzt schöner als den anderen. Dann mache ich den anderen wieder weg. Ja, schon besser. So, und dann könnt ihr euch eure Fantasien freien Lauf lassen bei dem Schmetterling. Könnt ihr auch mal aussuchen, was er da. So, die Linien, die euch gefallen, malt ihr zum Beispiel nach, entweder mit Bleistift oder mit der Farbe, wie ihr es bunt haben wollt. Ich male das jetzt mit Bleistift nach, weil ich möchte erstmal ein Bleistift lassen. Ich male ihn jetzt nicht bunt. Und dann machen wir Muster, jetzt, wenn wir so Kreise rein haben wollen. So. Und ich würde immer sagen, dass immer auf beiden Seiten ungefähr gleich aussehen sollen. Das sieht immer am besten aus. So, hier habe ich mir gedacht, dass ich hier so ein Muster reinmache. So und so. Dann vielleicht hier noch so ein Muster rein. Sieht das immer am schönsten aus. Wenn ihr es bunt malt, sieht es natürlich dann noch toller aus. So, könnt ihr hier noch eine Spitze reinmalen, wie ihr wollt, oder ihr lasst es so, wie ihr möchtet. So, dann malen wir jetzt mal den Käfer. Da fängt man immer an, am besten mit einem Kreis. So, halt einfach einen Kreis. So, und der Käfer braucht natürlich auch einen Kopf. Nehmt ihr euch ein bisschen die Hälfte. Wie gesagt, immer ein bisschen dünner malen. Und dann macht ihr hier so drüber. So. Das verbindet ihr dann. Und dann nochmal so ein kleines bisschen rüber. So. Und wenn ihr hier drüber gemacht habt, ist nicht so schlimm, weil ihr wisst ja, Käfer ist schwarz. Das wird hier alles eh dann schwarz ausgemalt. So. So, und dann suche ich mir immer die Mittellinie. Und dann macht man das so durch. Der Käfer hat ja Flügel. Und da könnt ihr euch auch so, wie ihr das machen wollt, ob die Flügel halb offen sind oder halb zu. Die halb offen sein sollen, kann man das jetzt noch so machen. Kann es euch ja mal zeigen. So. Dann malt man das auch schwarz. So, und dann malen wir Punkte hin. Hier ein Punkt, wie ihr möchtet. Meine hat jetzt mal auf jeder Seite 3 Punkte. Man kann auch in der Mitte einen Punkt machen, wie ihr wollt. Ist so viel, machen wir hier mal noch einen Punkt dorthin. Muss ich nicht so viel radieren. So, und der Flügel. So, ihr könnt auch mit Rot nachmalen, die Punkte schwarz ausmalen, wenn ihr wollt. So, jetzt habt ihr die Punkte alle schön ausgemalt. Kinderleicht, wie gesagt. So, jetzt malen wir noch die Fühler. So, einfach einen Strich hoch, auf der anderen Seite auch und dann hier. Ein Kreis dran, ganz einfach. Und dann machen wir hier so 3, 4 Beinchen dran.
So, und schon ist der Käfer fertig, würde ich sagen. Und wie gesagt, wenn ihr den nicht zuhaben wollt, macht ihr einfach den Strich hier unten und dann lasst es so. Also wenn er nicht auf sein soll, wenn er gerade fliegt. Wie ihr möchtet, ganz einfach. So, jetzt machen wir noch die Biene hier drüben hin. Als erstes fange ich immer da mit dem Kreis an, also den Kopf. So, dann kommt nochmal der Körper. Bisschen größer. Ist eigentlich ganz einfach. So, und jetzt kommt das Unterteil. Das wird noch ein bisschen größer. So. Und jetzt malt ihr einfach die Striche. So, dass wir das dann schwarz ausmalen können. Hier sieht es sehr breit aus, noch ein bisschen kleines bisschen enger. So, und das könnt ihr jetzt alles schwarz ausmalen hier oben. So, machen wir mal den Kopf, ein Gesicht rein. Eine lachende Biene. So, die Fühler. Eine freundliche Biene. Was fehlt noch? Die Flügel, genau. Und die Beinchen. So, bei den Flügeln, die sind hier oben an den Körper dran. Macht ihr einfach so lang. So. Und dann auf der anderen Seite. Naja, so ungefähr haut es hin. So, dann machen wir jetzt noch die Beinchen hin. Einfach so. Hier runter. So. Und schon ist eure Biene fast fertig. Arme fehlen noch. Die machen wir hier nach oben. So. Und so. Wenn ihr so bunt malt, sieht es natürlich schöner aus, so wie meins. So. So ist es jetzt so gemalt. Und bunt sieht es so aus. Gesagt. Viel Spaß dabei und wenn ihr noch andere Käfer oder Tiere gerne sehen wollt, wie sie gemalt werden, sagt mir einfach. Ich werde es euch zeigen. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.